So, ihr Lieben, jetzt mache ich das hier mal ganz, ganz öffentlich für alle, weil ich glaube, viele meiner Freunde, Follower stellen sich die gleiche Frage wie die Ladies, die gerade in meiner Facebook-Gruppe diskutieren über das Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit wird auch von Dr. Joe Dispenza gelehrt als Energie dafür, dass ich es schon empfangen habe. Ja? Und das steckt dahinter, diese Vorstellung, dass ich in den energetischen Zustand der Person komme, die ihren erfüllten Wunsch schon empfangen hat. Und jetzt komme ich dazu zu erklären, warum viele Dankbarkeitstagebücher schreiben und sich in Dankbarkeit üben und dennoch nicht die versprochenen, die erwünschten Resultate bekommen. Ganz einfach, wenn du aus einem Zustand des Mangels, aus einer Ansicht, dass es eben immer noch nicht da ist, wo du dich im Außen reflektierst, wo du im Außen versuchst, Dinge zu finden, für die du dankbar bist, in dem gleichen Moment registriert dein multidimensionales Wesen eben auch Dinge im Außen, für die du nicht dankbar bist, die du nicht haben möchtest. Und das ist diese Krux an dieser Lehre, die nicht erklärt wird, ist, wenn du Dankbarkeit aufgrund von Dingen, die im Außen schon sind, versuchst zu spüren, bist du immer auf diesem zweischneidigen Schwert, weil du gleichzeitig, wenn du scannst im Außen, sagst, okay, wo ist was, wofür ich dankbar kann sein? Ja, ich kann dankbar dafür sein, aber eigentlich fühle ich keine Dankbarkeit dafür, weil ich gleichzeitig, weil ich bin ja nur jetzt, weil ich gleichzeitig ein stärkeres Gefühl habe des Mangels. Ja? Dann ist das Gefühl der Dankbarkeit groß. Du weißt, ja, ich bin dankbar, ich habe gesunde Kinder, ich kann leben, ich kann meine Rechnungen bezahlen. Und gleichzeitig ist aber dieses Bewusstsein da, dass du weißt, das ist nicht das, was ich bin, das ist nicht das, was ich will. Ich will mich nicht mit kleinem Brötchen zufrieden geben. Ich will mehr haben vom Leben. Ich will dieses großartige, große Leben in der Fülle, von dem alle sprechen, das für alle möglich ist, wenn ich Quantenphysik und Quantenenergie und Manifestation verstehe oder verstanden habe, dann weiß ich, dass ich nicht limitiert bin, dass es für mich keine Grenzen gibt. Und gleichzeitig wird von mir verlangt, dass ich für diesen kleinen Scheiß, der für mich total normal ist, extra dankbar bin. Und das ist das, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, wo die Energie abschweift in Undankbarkeit. In dem Moment, wo ich mich zwinge, dankbar zu sein für das Wenige, für das, was ich nicht habe, macht Dankbarkeit mich klein. Wir kriegen ja auch als Kinder schon immer gesagt, sei nicht so undankbar, sei endlich mal dankbar für das. Du hast jetzt das bekommen und du bist nicht mal dankbar dafür. Nein, weil es ist normal. Ich muss nicht vor Dankbarkeit ausrasten. Ich muss nicht vor Dankbarkeit für mein Äußeres, für meine äußeren Kreationen, für mein Human Design, muss ich nicht vor Dankbarkeit ausrasten. Dankbarkeit ist ein innerer energetischer Zustand, wo ich sage, ich bin alles. Ich bin die Welt. Ich bin mein Universum. Ich bin das Universum. Ich bin das. Ich bin.
Und das ist eine ganz ruhige, klare Energie, ohne jeglichen Mangel, die sich nicht im Außen reflektiert und es versucht, dankbar zu sein und im Außen schaut, wofür kann ich denn überhaupt dankbar sein. Unser Job ist, da innen zu sein. Innen, wo Dankbarkeit nicht mal ein Thema ist. Wenn alles da ist, wenn ich alles bin, wenn ich dieses Ich Bin, dieses göttliche Ich Bin-Wesen, wenn ich in diesem Quantenfeld, in diesem göttlichen Feld, in dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, in der göttlichen Intelligenz unterwegs bin, wenn ich die bin, wenn ich dort angebunden bin, wenn ich weiß, ich bin das, brauche ich keine Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein menschliches Konstrukt, ist eine vermenschlichte Energie, die uns immer wieder auf einem Pfad der Beschränkung und des Mangels führt. Und deswegen funktioniert es in den allerwenigsten Fällen, das mit dem Dankbarkeitstagebuch schreiben, mit diesem Dankbarsein, mit diesem Annehmen, dankbar annehmen. Klar, Dankbarkeit, wie sieht denn das aus? Wir haben immer das Gefühl, das muss irgendwie ein Wow, ein wahnsinniges Ausbruch sein. Aber warum? Wenn ich doch weiß, wer ich bin, wenn ich doch weiß, dass ich Schöpfer bin, Manifestor, dann muss die einzige Dankbarkeit mir selber gelten. Die einzige Dankbarkeit muss mir, meinem Seinszustand gelten, meinem Ich Bin. Ich muss dankbar sein dafür, dass ich bin. Ja, ich muss begeistert sein dafür, dass ich bin. Ich muss begeistert sein für mein Leben. Aber doch nicht für irgendwelche Objekte oder irgendwelche Situationen, die viel zu klein sind als mein Ich Bin. Viel zu klein, weil es mir niemals darum geht, dankbar für Kleinigkeiten zu sein. Und ich rede hier, Kleinigkeiten sind Millionen. Kleinigkeiten sind Ferraris. Das sind Kleinigkeiten. Das hat nichts damit zu tun, wer du bist, wer wir als Mensch in göttlicher Energie sind. Und deswegen widerstrebt das uns so sehr, wenn man sagt, ich soll für Kleinigkeiten dankbar sein und aus dem Häuschen sein, weil ich habe keinen Bock mehr auf dieses kleine menschliche Wesen. Ich muss nicht für jede Kleinigkeit oder für jede Million. Es ist völlig egal, ich muss nicht für diese äußeren, manifestierten Umstände und Situationen, die ich kreiert habe, dankbar sein. Ich muss dankbar sein für mich, für mein wahrhaftiges Sein. Dankbar dafür, dass ich erkannt habe, wer ich wirklich bin. Als energetisches, göttliches Schöpferwesen. Als menschgewordene, göttliche, universelle, unendliche, liebende, perfekte Energie. Dafür kann ich dankbar sein, dass ich das verstanden habe, dass ich das begriffen habe, dass ich mich so sehen kann, dass ich in den Spiegel der Welt schaue und in dem ganzen Spiegel der Welt dankbar für mich bin. Jeden Moment, egal was ich da draußen sehe, ob ich Mangel sehe, ob ich Fülle sehe, aus meinem menschlichen Auge. Mein menschliches Auge ist sowieso eine Illusion ausgesetzt. In dem Moment, wo ich nach innen schaue, drittes Auge, ja, diese Philosophien, in dem Moment, wo ich nach innen schaue und sehe, Scheiße,
Du bist das großartigste Wesen. Du bist göttlich. Du bist Liebe. Du bist wunderbar. Du bist das, was du bist. Perfektion pur. Göttliche Reflexion. Reflexion der höchsten, schönsten, wunderbarsten Idee auf Gottes Erdboden. Wenn ich dafür dankbar bin, für diese Erkenntnis, was interessiert mich dann im Außen? Was interessiert mich dann dort? Ich muss mit dieser Dankbarkeit im Innen anfangen. Sie gilt, nach innen gerichtet zu sein. Sie gilt mir selber. Sie gilt mir als Schöpfer und nicht irgendwelchen Lappalien, die ich im Außen kreiert habe. Da sagt mein Schöpferwesen, was willst du? Das ist doch nichts Besonderes. Das ist doch alles da. Es ist alles da und deswegen sagt mein Schöpferwesen, deswegen kriege ich diesen Widerstand. Sag, ich kann doch nicht dankbar sein für diese Trivialitäten. Was willst du denn von mir? Ich bin dankbar für mich, weil ich alles bin, weil ich das Ich Bin bin. Und ich hoffe, das macht Sinn. Für alle, die auf diesem Weg sind und noch versuchen, irgendwelche Lehren zu verfolgen und Methoden umzusetzen, ohne zu verstehen, was wirklich dahinter steht, ohne die Energie, die alles ist, zu verstehen, die entsteht durch meine Art und Weise des Denkens, durch meine Art und Weise, mich zu sehen und durch meine Augen die Welt zu sehen. Dann macht es keinen Sinn, dass ich meinen menschlichen kleinen Denkverstand versuche auszudehnen und größer zu werden, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Es macht nur Sinn, zu erkennen, wer ich wirklich bin, wie ich wirklich lebe, wie ich wirklich wirke. Und dass alles in mir entsteht und aus mir heraus. Es ist so. Es ist Fact. Dazu muss ich nicht sagen, danke, danke, danke. Nach außen gerichtet, sondern danke für mich. Hier, Namaste. Das ist hier zum Herzen. Danke für mich. That's it. Danke für mich. Namaste. In diesem Sinne, ich hoffe, gedient zu haben, hier Klarheit reingebracht zu haben. Es ist immer wieder ein Inside-Job und alle Fährten, die dich nach außen locken mit ihren Teachings, mit ihren Ansichten, mit ihrem Mindset, die fragen immer nur jeweils wieder, möchtest du deine göttliche Wahrheit anerkennen und dein Ich Bin leben? Oder möchtest du immer noch als dieses Human Design beschränkte, eingeschränkte, beurteilte, auf Zeit, auf Ort reduzierte Wesen sein, das wie eine Schlange am Boden kriecht und für jeden Krümel dankbar ist? Möchtest du das? Dann lass es dir einreden. Lass es dir weiter einreden, dass es Dinge gibt, die du machen musst, dass es Sachen gibt, die du erfüllen musst, dass es Wege gibt, die du gehen musst in einer speziellen Art und Weise, um endlich das zu sein, was du wirklich bist. Wenn du die Gesetze, wenn du das Prinzip der Schöpfung verstanden hast, das energetische Prinzip der Quantenphysik, das alles heraus aus dir, aus deinem Fokus, aus einer einzigen, alleinigen Ansicht entsteht, dann lass dich doch nicht mehr blenden. Lass dich doch um Himmels Gottes Willen nicht mehr in dein Human Design reinzuziehen, nur damit du auf einer Ebene des Mangels und der Nichterfülltheit funktionieren kannst. Und das ist jetzt auch nochmal, ich habe in vielen Videos gesagt, Human Design ist nicht erfüllt. Ich fühle mich nicht erfüllt. Wie
Um Himmels Willen kann ich dann dankbar sein, wenn ich nicht erfüllt bin. Unmöglich. Zzz. Ich bin Divine Design. Ich bin das. Ich bin. Ich bin das göttliche Design. Ich bin erfüllt damit. Dann ist Dankbarkeit das Allernatürlichste, der allernatürlichste energetische Output, der da rauskommt. Da muss ich nicht suchen. That's it. Das ist die einzige Wahrheit. Das ist nicht meine Wahrheit. Es ist die Wahrheit der Energie. Also, aufhören, diesen Weg zu gehen. Aufhören, versuchen, den Mensch zu verbessern. Anfangen zu verstehen, dass der Mensch, dass jeder Mensch, dass jedes Ich bin, alles ist. Und dass ich nicht andere Ich Bins aus einer anderen Perspektive betrachten muss. Weil jedes Ich Bin, das ich da außen sehe, bin ich. Und wenn ich Mangel sehe in anderen Menschen, wenn ich Imperfektion in anderen Menschen sehe, dann bin es ich. Fakt, Ende, aus, Punkto, Amen. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr da seid, zu verstehen, was ich sage, was ich downloade, weil es kommt nicht aus meiner Intelligenz, es kommt aus der göttlichen Intelligenz, diese Informationen. Wenn ich meinen Human Design denkenden Mind zur Seite nehme, dann kommen diese Infos zu mir. Das ist das Erste, sie kommen auch zu dir, sie kommen zu jedermann. Nur hinterher muss ich das umsetzen, aus diesem Seinszustand herauszuleben, zu verstehen, dass ich das ganze Portal für alles Leben in meiner Welt bin. Wer bin ich dann? Wer bin ich dann? Wie trete ich auf? Wie rede ich? Wenn ich weiß, dass alles, was ich sehe, was ich wahrnehme, durch mich hindurch, entweder durch die Tür des Unheils, des Mangels geht oder durch mich hindurch, durch die Tür der Fülle, der Erfülltheit geht. Der Ego-Mind tiltet. Aber das ist auch gut so. Der muss tilten. Der muss neu aus dem Divine Design funktionieren. Das Portal? Ich kann immer nur sagen, mach's, 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 mach's. Jeder, der da ansteht vor dieser Tür und sich immer wieder solche Fragen stellt. Wieso, weshalb, warum wird das und das gelehrt? Wieso, weshalb, warum funktioniert es bei mir nicht? Wieso, weshalb, warum mache ich es schon die ganze Zeit, aber ich krieg's nicht hin? Wieso, weshalb, warum? Die Antwort ist, weil du noch nicht durch das Portal gegangen bist, dass du selber bist. Das ist die einzige Antwort. Also, ich sehe euch. Wir gehen durch oder auch nicht. Heute letzter Tag 1555 Euro. Danach 2222 Euro. Ein Schnäppchen für 2 Monate. Full on, so oder so. Also, see you there.